So, Leute, herzlich willkommen. Lustigerweise gab es heute ein Event, wo man ein bisschen Wurst spielen muss. Man musste 60 Kills schaffen und 9 Siege im Arcade-Modus. Und dann kommt man in die Close Beta der Ground Forces. Da bin ich jetzt drin, ich bin schon ein bisschen gefahren, deswegen seht ihr hier unten die Panzer. Na, das ist mit dem an, ich habe die Deutschen gefahren. Und die beiden. Ich spiele hier einen Modus, wo man, ich klicke mal auf Teilnehmen, wo man respawn darf. Deswegen hier 2 von 2, 2 von 2 und 3 von 3. Also ich darf mit jedem, mit den beiden darf ich zweimal respawnen, also zweimal reingehen in den Kampf und mit dem dreimal. Ja, ich habe wie gesagt schon ein bisschen geforscht, habe ein bisschen rumgespielt, ein bisschen ausprobiert und muss sagen, es hat seine Vor- und Nachteile, das War Thunder-System mit Tanks zu benutzen. Weil es kommt dann doch ziemlich oft vor, dass irgendwas, was ein größeres Kaliber hat oder einen größeren Durchschlag oder sowas, also sowas wie eine Stuck zum Beispiel, die einfach mal ein Panzerjäger ist, dass die einen mit einem Treffer einfach rausnimmt. Das kommt ziemlich oft vor. Es ist halt, jeder Treffer kann tödlich sein. In der Luft nicht ganz so schlimm, weil du kannst relativ gut ausweichen. Als Panzer ist man dann doch ein wenig schwerfälliger und kann dann nicht so richtig gut ausweichen. Ich hoffe, ich krieg hier jetzt mal ein Dingens zugewiesen. Ah, okay. Yay. Ja, ich hoffe, ich kriege jetzt mal was zugewiesen. Ah, jetzt Conquest im Jungle. Ah, da habe ich vorhin schon mal gespielt. Was ich aber direkt festgestellt habe, ist, bis jetzt gibt es nur Russen und Deutsche. Und die Russen haben einen deutlich effektiveren Einstiegspanzer. Also da fällt der Einstieg deutlich le leichter. Also wenn ihr hier in das Spiel einsteigt, nehmt die Russen. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen durchgequält. Die haben einfach eine einfachere Zeit auf dem Spiel. Ich weiß nicht, will ich jetzt zum Strand? Ich will jetzt anscheinend zum Strand. Und mit der Map kann ich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ach, da ist. Ah, oh Gott, das ist total grau. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, die Physik ist deutlich besser. Die gefällt mir viel, viel besser in. Wo ich hatte vorhin schon mal. Nur mal dem abgesehen, dass ich hier so rumrutsche. Ich bin vorhin auf dem gegnerischen BT-7 drauf gerumst. Also mit vollem Speed wirklich sozusagen mit meinem Panzer. 2A, also 2A war das, glaube ich. Das heißt, ich ungefähr mit 40 km/h, der hier fährt noch schneller. Ungefähr 40 km/h bin ich dem auf die Front gefahren und der stand gerade so da, dass ich die Anschrägung, die ihr bei mir auch seht vorne, dass die so ziemlich das war, wo ich drauf gefahren bin. Ich stand halb auf ihm drauf, musste jetzt wieder runterfahren. Und sagen wir so, das würde bei World of Tanks nicht passieren. Da kann man zwar drauf springen, aber man kann da jetzt nicht drauf rutschen, mehr oder weniger. Oh, da hinten kommen sie. Hier schlägt es aber kräftig ein. Muss hier ein bisschen aufpassen, wo ich hinfahre. Da kommt der nächste. Und rückwärtsfahren ist gar nicht bei dem Spiel. Also nicht mal ansatzweise irgendwie sinnvoll. Wie ich das sehe. Ich treffe sie nicht. Schweinerei. Ah. Den Turm. Und das, wo man mich auch gewinnen muss, ist, dass man immer dahin guckt, wenn man V drückt, wo man halt hingezielt hat. Also wo der Turm wirklich hingedreht war und nicht, wo man mit seiner Sicht war, sozusagen. Au, 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 au. Kettenlaufwerk beschädigt. Nicht so geil. Ich habe ja schon einen mittelschweren Panzer, glaube ich, sogar. Aber irgendwie treffe ich mit dem gerade nichts. Wenn ich treffe, mache ich irgendwie keinen Schaden. Nein. Nee, ich will nicht High Explosive laden. Meine normale Tankmunition nicht laden. Commander, Driver, Horizontal Turret Drive. Alles zerstört. Hier rechts immer aufpoppen, was ich so zerstöre. Das war der Motor, der hin ist. Das ist übrigens ein Bot hier, also nicht wundern, dass da kein Name drüber steht. Es gibt immer so ein paar Gegner, die hier rumfahren, das sind nur Bots. Das seht ihr auch, ja,
Habe nirgends umgesehen, dass einfach nur der Panzername da steht, was ich zerstört habe. Oh, ich muss immer irgendwie wegkommen. Bin hier nicht so wahnsinnig glücklich. Oh, das ist natürlich noch besser, wenn hier schon die Panzer sind. Lol. Oh, dreh dich weiter. Langsam, langsam, langsam. Oh Gott. Viel zu langsam. Der ist dann wohl weg. Also ihr seht schon, Turmdrehung. Nicht so meine Stärke gerade. Ich weiß gar nicht, was ist CIS-30? Das ist irgendwas Russisches wahrscheinlich. Loader und Garner. Au! Commander unconscious. Au, 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 alles klar, ich weiß von wo. Au, 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 au. Hier unbeschädigt. Hab ich hier noch hinter mir welche oder was? Ach ne, hier über mir. Oh fuck. Ich brenne wahrscheinlich jetzt aus. Ja. I control the available. Ja, ja. Da kamen dann doch zu viele. Also ihr seht schon, man ist relativ schnell raus, wenn man es verkackt. Nehmen wir den hier. Der ist so ein bisschen im Mittelweg zwischen, naja, leichten Panzer und ein bisschen Kanone, zumindest die was durchdringen kann. Wir verlieren das hier gerade, weil die Gegner den Punkt haben. Was nie so schön ist, muss ich ehrlich sagen. Und dass ich so zweimal den Dingens getroffen habe und nichts passiert ist, oder ich habe zwar getroffen, aber die Crew war nicht komplett, komplett ausgenockt, ist nicht so schön. Ich weiß nicht genau, an welchem Punkt die Crew erst komplett ausgenockt zählt. Aber es dauert anscheinend eine Weile. Ihr seht unten jetzt auch zwei Munitionsarten übrigens. Die normale, ja, panzerbrechende Munition und die Heat-Munition, die Explosivmunition, die ich mal vermute, wird später Premium werden oder sowas. Oder vielleicht bauen sie auch gar keine Premium-Munition ein, das wäre noch besser. Drehen, 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 drehen. T26 wurde vom Panzer 2 zerlumpt. Commander und Loader hin, aber der. Ich weiß nicht, ob der Loader der Gunner ist gleichzeitig. Motor beschädigt. Gunner's Unconsciousness. Ach, die machen hier mit Artillerieschlägen und so einem Scheiß. Na geil. Das ist ein bisschen unfair, würde ich mal behaupten, wenn der hier Artillerieschläge anfordern kann. Ich kann mal versuchen, was er da geschrieben hat, mal. Ja. Dann ist gnadenlos verloren. Gnadenlos verloren. Der hat dort einen Luftschlag angefordert und irgendwie muss ich ehrlich sagen, wenn der Luftschlag mich so einfach rausnimmt, scheint mir ein bisschen übertrieben stark zu sein, muss ich ehrlich sagen. Erstmal Feuerlöscher hier. So, und der ist nochmal Reparaturpart, ja, erforschen. Der hat nicht erstmal die Gleisketten. Steuerbarkeit und Lauffähigkeit des Panzers wird erhöht. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. What? Ah, ne, es ist vorbei. Das war's. Bis 22 Uhr geht's, glaube ich, nur.
Und damit ist diese Session erstmal vorbei. Tut mir leid, dass es etwas kurz war, aber ich denke, ihr habt einen Einblick bekommen. Bis bald.